Ecken. Wie zum Beispiel? Na was wohl? Eine Banane! Noch viel mehr tolle Basteltipps findet ihr auf unserer Azuka-Website nick.de/azuka. Das ist mein neuer Film von Paperback Girl. Yeah! Die Paperback Show! Meine Frage des Tages lautet, was kann man eigentlich aus den Sachen machen, die ich in einer Kostümkiste gefunden habe? Probieren wir es aus. Eine Haarklammer, Haarreifen und Lockenwickler. Ich glaube, ich habe eine Idee. Eine Maus. Was ihr seht, das entsteht. Azuka! Fast das Schönste am Computerspielen ist für mich, mein Avatar, also meine eigene Figur, zu gestalten. Gesichter, Haare und Kleider mischen und anzupassen macht total Spaß. Aber es gibt Neuigkeiten. Man braucht dafür nicht mal einen Computer. Ihr könnt euch euren eigenen Figurengenerator basteln und ihn überall hin mitnehmen. So wie diesen hier. Na, was meint ihr? Hallo. Hallo. Los geht's. Dieser kleine Gesichtsgenerator ist aus Schaumgummi. Ihr könnt dafür auch was anderes nehmen, zum Beispiel dünne Pappe oder Tonpapier. Aber mit Schaumgummi geht's am besten. Als erstes schneide ich das Schaumgummi mit meiner Schere in 3 kleine Würfel. Die brauchen jetzt nicht hundertprozentig perfekt sein, einfach nur Würfel. Da wäre mal der erste. So. Und aller guten Würfel sind 3. Jetzt schnappe ich mir ein bisschen dünne Pappe, die möglichst genauso breit ist wie der Würfel. Das dürfte passen. Und jetzt, guck genau zu. Wenn ich dieses längliche Stück Pappe nehme und halbiere und dann nochmal halbiere, ist es viel einfacher, es nachher um den Schaumgummi zu wickeln. Und die Pappteile werden nachher eher wie Quadrate aussehen. Also halte ich es so an den Schaumgummi und wickle es einmal rundherum.
Und wenn ich es rundherum gewickelt habe, nehme ich ein bisschen Klebeband und pappe die Pappe zusammen. So, geschafft. Jetzt muss ich noch dieses letzte Stück hier mit Klebeband bedecken. Ja. Als nächstes nehme ich einen Pinsel und steche ihn mit der Rückseite durch den Würfel. Dann kann ich nachher viel leichter meinen Strohhalm durchstecken. Und schaut mal hier, das Ende des Strohhalms habe ich mit etwas Klebeband umwickelt. So flutscht es nämlich noch leichter. Und schon haben wir Schaumgummischaschlik. Einen Würfel haben wir aufgespießt, aber dasselbe machen wir auch mit den beiden anderen. So, dass der Strohhalm sie alle drei zusammenhalten kann. Und damit es schneller geht, habe ich die anderen schon mal vorbereitet. Ich stecke den Strohhalm einfach durch. Zack. Und nochmal. Zack. Und jetzt kommt der Clou. Die lassen sich drehen. Damit sie mir nicht wieder wegrutschen, nehme ich etwas Isolierband und wickle es um den Strohhalm. So. Schön festdrücken. Das war die eine Seite. Und jetzt nehme ich mir die andere vor. Aber zuerst brauche ich noch einen Griff. Und der besteht aus einem kleinen Stück Wollfaden. Ich schlinge den Faden einmal so herum und umwickle das Ganze dann mit einem Stückchen Isolierband. So, perfekt. Aber nehmen wir doch den hier. Den habe ich nämlich schon mal bemalt, damit ich einen schönen blauen Hintergrund habe. Und jetzt kommt das Allerbeste, die Gesichter. Ich unterteile die Gesichter in drei Teile. Ich fange mit den Augen an. Ein riesiges, einzelnes Zyklopenauge. Okay? Und jetzt die Nase. Sieht ein bisschen nach einer Schweinsnase aus. Und jetzt der Mund. Ich hätte gern ein breites Grinsen mit einem einzelnen Zahn. Okay. Und jetzt das nächste Auge. Oder vielleicht diesmal zwei Augen. So. Der Knabe hier bekommt dicke Tränensäcke. Mann, ich bin müde. Ja. Dieses Augenpaar sieht irgendwie ganz schön gestresst aus. Und jetzt, wo ich zwei verschiedene Augenwürfel habe, kann ich loslegen. Ich kann sie drehen und das Gesicht verändern. Und jetzt bemale ich alle Quadrate. Und wenn ich damit fertig bin, sieht er aus wie der hier, den ich vorhin schon mal gemacht habe. Wie ihr seht, kann man seinen Mund verändern, seine Nase und seine Augen. Diese Dinger hier sind so klein, dass ihr sie immer und überall mit hinnehmen könnt. Aber man kann sie in jeder beliebigen Größe machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch Fotos benutzen oder eine Mischung aus Fotos und Zeichnungen wie bei dem hier. Ein Teil Mensch, ein Teil Hund, ein Teil Roboter, aber alle Teile Azuka. Wenn ihr euren eigenen Avatar gestalten wollt, beginnt mit einem Stück Schaumgummi, das ihr in drei Würfel schneidet. Umwickelt die Würfel mit Pappe, damit sie stabiler werden, und bedeckt sie mit Klebeband. Dann piekt ihr ein Loch in das Schaumgummi und steckt einen Strohhalm durch. Ihr könnt das Klebeband bemalen und, wenn es trocken ist, verschiedene Augen, Nasen und Münder auf die Würfel zeichnen. Wenn ihr sie jetzt verdreht, bekommt ihr immer andere Gesichter. Noch mehr Ideen findet ihr auf nick.de/Azuka. Achtung, Achtung! Es folgt ein Azuka-Sicherheitshinweis. Denkt daran, wenn ihr euer Gemälde signieren wollt, benutzt dazu lieber keinen Pinsel. Ja. Und. Ja. Achtung. Pino Azuka! Unser jetziger Paperback Girl Film wird euch in ungläubiges Staunen versetzen. Wir haben eine absolut großartige Besetzung mit einer Sonnenmilchflasche und Bleistiften.
Und dann habe ich noch einen Gaststar versteckt. Einen Pinsel. Ha? Ich bin gespannt, ob ihr ihn entdeckt. Film ab!